Herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem zweiten Sieg in dieser Bundesliga-Endrunde. Ja, du bist traumhaft gestartet eigentlich. Was ist bisher dein Erfolgsgeheimnis? Weiß ich nicht. Gute Eröffnungsvorbereitung und dann, ja, habe ich gestern, wollten die, Ge oder Michael Adams heute gestern ein bisschen zu viel, glaube ich, gegen mich und dann hat er ein bisschen dubios gespielt und das habe ich dann ausgenutzt. Genau, jetzt hast du ja nicht nur gestern gegen Adams gewonnen, sondern heute auch gegen Dimitri Kollers. Und woran hat es da gelegen? Wollte der auch zu viel oder was ist da schiefgegangen? Also, ja, Dimitri hat heute einfach einen ziemlich großen Fehler gemacht. Also, ich habe nach der Öffnung etwas Druck gemacht. Ich kannte die Variante etwas besser als er. Also, er hat vielleicht einen ungenauen Zug gespielt mit Dame D6 und dann hatte ich ein leicht besseres Endspiel. Sollte aber halten, wenn er den Bauer nach F5 stellt. Aber ich mache immer Druck und da kann man auch sehr schnell Fehler machen. B4 habe ich gar nicht erwartet, aber. Ja, danach sollte es schon Gewinn für Weiß. Ja, durch diese beiden Siege läufst du im Prinzip mit 7 Meilenstiefeln auf die 2550er Elo-Marke zu. Du hast ja jetzt deinen Großmeistertitel, bald auch offiziell. Was ist eigentlich das nächste Ziel, was du dir gesetzt hast? Schwierig zu sagen. Ich versuche einfach gutes Schach zu spielen. Wahrscheinlich das nächste Ziel ist German Masters. Ja, da spiele ich auch. Werden wir mal gucken, wie das läuft und ja, am ersten 2,55 und sich stabilisieren und dann einfach gutes Schach spielen und sich weiter verbessern, ist so mein Ziel gerade. Das German Masters, du hast es angesprochen. Du bist dort mit deinen 2520 aktuell noch eher in der hinteren Hälfte des Feldes gesetzt. Wie geht man so ein Turnier an? Da sind viele starke Leute, die einem begegnen können: Spieler der deutschen Nationalmannschaft, ehemalige deutsche Nationalmannschaft, viele 2-6er. Wie bereitest du dich da vor? Mit welchen Erwartungen gehst du da rein? Ja, Erwartungen jetzt nicht zu hoch. Also wäre natürlich gut, wenn man viel reist, aber eigentlich gehe ich das relativ wie ein normales Turnier an. Natürlich mache ich mehr Eröffnungsvorbereitungen und so oder vorbereite mich mehr auf die Partien, weil das ja so ein großes Event sozusagen ist, Turnier ist. Aber ja, eigentlich gehe ich das relativ normal an wie ein normales Turnier. Also und versuche dann mein Bestes zu geben. Vielleicht, ja, kann ich ein paar Partien gewinnen. Wahrscheinlich verliere ich auch ein paar, aber wird man dann sehen. Okay, vielleicht noch eine Frage zu deinem Turnierplan grundsätzlich. Weil, wenn man mal so schaut, in der Vergangenheit war es ja so, du hast die Ligen mitgespielt, sowohl in Deutschland als auch Dänemark und ansonsten die deutsche Meisterschaft und halt mehrere GM-Normturniere. Das ist so das Programm der letzten 1,5 Jahre, glaube ich, gewesen. Du hast also prinzipiell nur Turniere gespielt, wo man eigentlich GM-Normen machen konnte, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt, wo du den Titel hast, wird sich da irgendwas ändern? Hast du dir schon was in den Blick genommen oder wie sieht da jetzt eigentlich deine Turnierplanung aus? Weil GM-Turniere stehen vermutlich nicht mehr auf dem Speiseplan. Ja, also das hatte auch den Grund, dass ich noch zur Schule ging. Jetzt habe ich mein Abitur, also jetzt kann ich auch viel mehr Turniere spielen und ich habe auch ziemlich viele Turniere geplant. November, Dezember, jetzt spiele ich auch bald noch ein Turnier. Also ich habe da viel mehr geplant und eher Open-Turniere, also nicht so Rundenturniere, außer wenn es halt passt. Aber ja, eigentlich ja, Open-Turniere werde ich dann spielen. Gibt es schon irgendwas Konkretes, was du uns verraten kannst? Also ich spiele ja, bald die Mannschafts-Europameisterschaft U18 mit meinem Team. Und da werden wir hoffentlich gewinnen. Vielleicht nicht, aber wir sind Favoriten, da wollen wir natürlich gewinnen. Aber wird man schauen. Das wäre dann der nächste Plan. Erstmal. Alles klar, vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte kecke Frage, die du mir erlauben darfst. Wie lange wird es dauern, bis du deinen Bruder eingeholt hast? Ob ich ihn überhaupt einhole, ist die Frage, aber weiß ich nicht, schwierig zu beantworten. Keine Ahnung, wird sich sehen. Alles klar, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg.